befinden uns heute an einem unverbauten Strand in der Nähe der Marina von Lagos, in der Nähe des alten Fischerhafens. Hier ist das Hinterland ziemlich verwüstet, eigenartig, dass hier keine Hotels stehen oder irgendein sonstiger touristischer Schnickschnack. Aber deshalb sind wir hier. Hier ist kilometerlang Strand. Hier stört sich niemand, wenn wir unsere Hunde laufen lassen. Hier setze ich mich jetzt hin und schaue meiner Tochter Samira beim Bodyboarden zu. Es ist jetzt auflaufendes Wasser. Noch ist Ebbe, aber jetzt kommt Flut, Windstärke 3. Hier auf diesem Strand werden ein paar schöne Brandungswellen zubrettern, so dass Samira hier noch bei 19 Grad Wassertemperatur Spaß haben wird beim Bodyboarden. Und ich Spaß beim Chillen.
zunehmenden Flut wird das hier am Strand immer schöner. Und Samira hat immer mehr Spaß beim Bodyboarden, weil die Wellen immer länger über den flachen Strand fließen und dann kann man da schön, ja, bodyboarden. Nicht Buddy surfen, sondern bodyboarden. Diese Dinger, die es dafür gibt, diese schönen Bretter, gibt es als Kinderbretter, hatte ich früher schon als Kleinkind. Und heute gibt es die in Hightech-Ausführung und damit kann man schön die Wellen runterdüsen und das macht echt Bock. Fischermanns Freund und ich liebe die Friedhöfe der Schifffahrt, die Friedhöfe der Schiffer. Die lassen nämlich alles liegen und stehen, bis es verrottet, bis es vergammelt, bis es weg ist. Das kann Jahrhunderte dauern. Und das, was ich davon immer wieder sehe in aller Welt, das gefällt mir. Übrigens der geniale Platz, an dem wir unsere nächste Kajaktour, unsere Schlauchkajaktour mit unseren Grabner Luftkajaks, Riverstar und Explorer 2 starten werden. Hier kommen wir bequem ans Wasser, hier können wir mit unserem Auto bis 20 Meter dran fahren an diesen alten Fischerhafen hier, wo die vergammelten Schiffsleichen, Bootsleichen rumliegen. Hier sind wir genau richtig. Tja, es dauert immer ein bisschen, bis wir geeignete Startplätze für unsere Kajaktouren hier an der Küste der Algarve gefunden haben. Und hier im alten Fischerhafen von Lagos, hier gefällt es uns, hier können wir mit dem Auto nah dran fahren. Und hier können wir in den nächsten Tagen immer wieder unsere Boote aufbauen und Spaß haben. Das gefällt uns.
freundliche Menschen und es gibt Arschlöcher. Hier gehe ich gerade auf ein Arschloch zu, dem gehört wahrscheinlich hier die geschlossene Kneipe. Er repariert seine Terrasse, hat nicht gegrüßt, war nicht freundlich, jagt uns hier weg, wir sollen hier abhauen. Tun wir auch, denn bei Arschlöchern bleiben wir niemals stehen. Jetzt stellen wir die Kiste weiter unten an den Fischerhafen, drehen noch eine Radrunde mit unseren Klapprädern in die Altstadt von diesem Lagos hier. She's 5 years and she's 3 years. Oh, mother and daughter. Yes. Do you live here, yeah? Were you in Dublin? Yeah. Yeah? In Grafton Street? No. Were you in Dublin on the trip? Where? Dublin. They're watching because he's... Ja, sie gibt Küsschen.
numéro, je sais pas quoi, mais il n'y a pas d'étape. Ça m'ennuie. I'm going to go to the next one.